Hey Leute, willkommen zurück zu Deadfall Adventures. Wir sind von den Russen verschleppt worden und müssen jetzt schauen, dass wir irgendwie Jen befreien, denn die befindet sich noch in der Gefangenschaft dieser Typen. Und nicht, dass hier irgendwas passiert, denn dieser komische Kommandant hat schon sowas angedeutet. Ja, dass es hier nicht gerade viele Frauen gibt und ihr könnt es euch vielleicht schon denken, was er damit angesprochen hat. Und deswegen, und nicht nur deswegen, möchte ich natürlich Jen wieder zurückhaben. Warte mal. Da ist ein Schatz, aber ich muss da irgendwie durchkommen. Was macht das? Das macht gar nichts. Was macht das? Das macht gar nichts. Da sehe ich ihn schon, den Schatz. Kann ich die Dinger schieben vielleicht? Au! Au! Meine Güte! Was soll denn das? Ihr Penner. Warte mal. So, dann drehe ich das mal andersrum, dass es gleich nach links geht. Genau. Dann der müsste jetzt geradeaus. Genau. Und der müsste dann... Na, ist auch egal. So. Nein. Du blödes Teil. Wunderbar. Und der müsste jetzt eigentlich... Ach, nach vorne. Sehr schön. Was? Schaffner? Ich bin der Schaffner. So, wunderbar. Eins, nee, zwei von drei. Wo kriege ich hier die Schatzkarte her, Leute? Ich habe doch bestimmt schon was übersehen. Da, die lag bestimmt irgendwo schon. Warte mal. Ich kann mir denken, hier brauche ich eine Lore für und dann kann ich die Wand einrennen oder so. Ja, das ist. Ich meine, wo soll es sonst lang gehen? Das kommt mir irgendwie alles ein bisschen spanisch vor gerade. Da oben war ja nichts mehr, oder habe ich mich verguckt? Mit dem Schalter lassen sich die Loren aktivieren. Zeit für eine Spritztour. Ja, dann mach mal. Spielen wir jetzt Indiana Jones und der Tempel des Todes, oder wie? Die Parallelen sind unverkennbar, aber trotzdem, ich find's sehr sympathisch irgendwie. Oh nein. Ernsthaft? Bist du des Wahnsinns? Unendlich Munition, geil. Ah. Na, das wird mir hier nichts bringen, wenn ich den Kompass raushole. Oh Gott, oh Gott. Ah. Alter Schweden. Nein, ein bisschen langsamer bitte. Das ist... Ist mir zu schnell hier, Leute. Danke. Da lebt da noch einer. Oh, wie geil, Leute. Tempel des Todes, ich sag's ja. Was? Was wolltest du gerade sagen? Nein, 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 nein. Hör dir mal auf, bitte. Nein, nein, nein. Ah, Mist, war ich zu langsam. Ich hätte die Fässer abschießen können. Oh, Leute, ist das cool. Ich war gar nichts. Wer kann deine Leber? Wir sind schon fast die Leber. Was? Ja, die Leber. Oh! Das haben du und James Bond wahrscheinlich gemeinsam. Meine Güte. Oh! Leute, es ist extrem geklaut von Indiana Jones, aber ich find's so cool gerade. Oh! Ja, moin. Ist klar, Kumpel. Einfach mal rausspringen. Komplett die Fliehkraft ignorieren. Die Geschwindigkeit, die du schon drauf hattest. Aber ist gut. Also auf die Entfernung ist das Ding überhaupt nichts wert, ne? Ich treffe nichts. Bams. Und ich weiß immer noch nicht, wie der Nahkampfangriff funktioniert, aber das ist nicht schlimm. Alter. Geh mir jemand an, Mann, auf den Keks, du. Oh oh. So, du fängst die. Und du fängst dir das hier ein. Danke. Alle tot? Ich bitte darum. Gut.
So, da ist irgendwo eine Tür mit einer eingesprungenen... Also, so ein Ding mit einer eingesprungenen Tür, wollte ich sagen. So ein Emblem oder was auch immer. Ja, ich hätte gerne eine Schatzkarte. Ich weiß, dass ich keine habe. Oh, was ist das denn? Aha. So eine Art Mosim. Wo ist der Schatz? Ja, ich weiß doch. Ich drück's trotzdem die ganze Zeit aus Reflex. Da oben? Warte mal. Ich wette, die liegt hier irgendwo oder die lag schon da vorne. Nö. Aha. Sehr schön. 2 von 3. Soll ich mir die nehmen? Ach, ich weiß es nicht, Leute. Oder die hier. Ach nee, das Maschinengewehr. Will ich nicht. Will ich doch nicht. Ich nehme mir doch lieber die Mosim. Diese möchte gern Mosim. Oder ob es wirklich eine ist, ich weiß es nicht. Die heißt halt anders. Vielleicht haben sie auch nicht die Lizenzen daran. Gibt's sowas? Bei Autos weiß ich, dass man für Rennspiele die Lizenzen braucht. Aber die geben sie oft nicht gerne her, wenn die Dinger ein Schadensmodell haben. Wie ist es hier bei Waffen? Ich habe echt keine Ahnung. Naja, ist auch nicht so wichtig, oder? Was? Das meine ich, man sieht... Ja, man sieht hier irgendwelche Waffen, aber kann sie nicht aufheben, denn man sieht einfach nur den Namen. Also man sieht den Namen, bevor man die Waffe selbst zum Aufheben sieht, so. So's. Da oben muss doch noch was sein, hier. Ist der was? Ist doch dunkel. Ja, ich habe eine Taschenlampe, ne? Was ist das denn? Ist gar nichts. Okay. Kümmere ich mich halt mal um die Tür. Ach, ist schon nachgeladen. Sehr gut. Haben wir hier noch was? Habe ich da noch ein paar abgeschossen? Ja, die zum Beispiel. Wahrscheinlich kann ich die aufsprengen, oder? So, was mal. Das Dynamit lag ja nicht umsonst da. Ahahaha. So. Ich sollte noch eine Ladung anbringen, nur um sicher zu gehen. Du weißt, Quartermain, Abstand ist wichtig, ne, bei Dynamit, ne? Ja, nicht direkt davor stehen, das ist tödlich. Ja. Ups. Voll gut. Ja, die stärkste Tür ist immer nur so stark wie ihre Fassung, ne? Oder wie war das? Ich hab da gerade den Hintern geschossen, um dich zu töten. Das tut mir aber leid. Stirb. Ah, verdammt, da war noch ein Treffer, oder? Erzähl mir das bitte nicht. Aua. Aua. Oh, meine Güte. Könnt ihr auch mal einfach sterben? Wenn ich auf euch schieße? Das wäre super. Guck mal, der war genau in den Kopf. Interessiert ihn nicht. So. Ich hoffe, das war's jetzt. Oh oh. Das hier gefällt mir nicht. So. Eieieiei. Der lebt doch noch, oder? Warte mal. Au. Von wo schießt du bitte? Kackbär. Na komm, warum treffe ich hier nicht? Ich ziehe genau über Kimmer und Korn. Ihr wollt mir nicht erzählen, dass ich nicht schießen kann hier, ne? Guck mal. Die Hitboxen manchmal, ne? So, du bist tot. Du Arsch. Oh, ne, ich behalte die. So, das war's. Schön. Und ich habe bestimmt irgendwo noch was verpasst. Ich probiere die jetzt einfach mal, wisst ihr? Ja. Ich probiere jetzt einfach das Teil mal aus. Och Mann, wo war denn die Schatzkarte? Die war bestimmt irgendwo im ersten Abschnitt. Im Knast, dort wo ich mich befreit habe. Und ich habe sie verpasst. Mann. Okay. Das ist doch bestimmt eine Falle, die ich aus...
Die hätte ich auslösen. Achso, guck mal hier. Hahaha. Ja, hätte ich es mir ein bisschen einfacher machen können. Aber sowas merkt man halt immer erst später. Was war das? Das war die Schrot. Nee, also Schrotflinten finde ich hier total unpassend irgendwie. Nö, ich sag mal so, ich brauche eigentlich auch keine Schatzkarte. Denn ich suche sowieso alles ab. Von daher passt das ja schon ganz gut, ne? Oh! Alter! Sind das Zecken oder was? Nee, nee, nee. Ihh. Fette Zecken. Oh Gott. Alter Schwede. Das muss ich echt mal ausprobieren, dass ich mal auf so Viecher schieße, wenn da neben einem eine Vase steht. Alter Verwalter. Oh. Eine Schatz. Okay, mach ich doch. Alles klar, da muss ich wohl Wasser reinkippen in die Dinger. Warte mal, da unten ist Wasser. Und da ist ein Eimer. Wenn ich das Wasser mit meinen Händen rüber schaffe, dauert das ewig. Ja. Das kriegen wir hin. Okay. Ah, ich habe immer noch den Eimer. Kann ich da jetzt die ganze Zeit... Ach, guck mal. Ist ja süß. Okay, damit mache ich die weg. Und die hinten davor wieder. Ach, guck mal an. Ja. Ich habe das vorher noch nie gespielt, Leute. Ihr müsst mir das glauben. Das lief jetzt einfach nur super. Ah, 3x3. Also 3 von 3 Weg des Lichts. Ah, die Dinger, ne? Furchtbar. So, wunderbar. Dann hätte ich hier ja alles. Wo geht's weiter? Ist die Frage. Platsch. Zum Glück erfriere ich da nicht in der kleinen Pfütze. Ich hätte es mir ja vorstellen können bei dem Spiel. Och nein. Kommunisten in einer Lore. Warum passiert sowas? Au. Mann, immer dieser Tinnitus. Muss das denn sein, Kinder? Könnt ihr mal nicht spielen, ohne Dynamit zu benutzen? Wäre super von euch. Du kannst mal aufhören, auf mich zu schießen, Schwein. So, gib mir das alles. Ach ja, darf ich wieder in die Lore springen? Super. Hui! Wie kommen die eigentlich ohne Motor... Ah! Ohne Motorenantrieb hier durch. Boah! Alter, Verwalter. Ah, du bist mit tot gegangen. Das ist nämlich kommunistische Solidarität, weißt du? Oh! Ist aber nicht nett, was du da machst. Arsch. Oh, 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 oh. Sprengt ihr euch gerade selbst da unten, oder was ist los? Stirb! Du Hunde! Du auch, habe ich gesagt. Habt ihr kein Sprengfass da oben stehen? Ihr seid ja doof. Oh oh. Ja, komm, alle umfallen, danke. Sag mal, wie soll das gehen, dass ich jetzt auf einmal Geschwindigkeit draufkriege? Könnt ihr mir das mal physikalisch erklären, bitte? Ich weiß, das Ding hat keinen Motor, ich sehe es ja. Oh oh, der hat auch gehört. Ah. Hättest du nicht warten können? Also mit Gamepad hätte ich hier gar nichts gerissen, Leute. Das möchte ich mal klarstellen. Oh, oh, oh. Eben wird's mir zu schnell. Ah. Oh, wo kommst du? Der wollte eben einsteigen bei mir, habt ihr gesehen? Ui! Wow! Die natürliche Thermik hier. Ja, mitten im Eis, ne? Gibt's. Habt ihr nicht gewusst, gibt's? Wow. Wow. Alter, was ist denn hier los? Ich bin in der Hölle gelandet. Oh, ist das geil. Au. Ja, ohne Federung. Wisst ihr, wie das zimmert? Aber sinnlos. Das hier ist meine Welt. Und ihr brav. Brav. Ihr seid Penner. Warte mal auf jetzt. Aua. Warum treffen die mich eigentlich permanent? Ich bin Kilometer weit weg in einem beweglichen Ziel. Und die treffen mich hier. Da, komm her, du Schwein.
Leute, ich finde das ganz super spaßig, aber es ist auch ein bisschen anstrengend für die Augen die ganze Zeit. Boah. Also wer jetzt sagt, das Spiel ist schlecht, der ist doof. Denn der Abschnitt hier, der macht ultra viel Laune gerade. Boah, Vorsicht. Ah, komm, geh doch raus, James. Ich würde hier sowas von aufsteigen an deiner Stelle. Du weißt nie, wie es um die nächste Ecke aussieht. Boah. Boah. Dieser Ort ist riesig. Es ist fast so, als hätten sie ihn befohlen zu graben und dann vergessen zu sagen, dass sie aufhören sollen. Alter, dass das sie noch nicht aus der Kurve haut, ne? Ich fände es noch cooler, wenn ich mich mitlehnen müsste irgendwie. Das hätten sie noch einbauen können. Das hätte noch ein bisschen knackiger alles gemacht. Oh. Au. Ich fühle mit dir, James. Das muss richtig wehgetan haben. Oh, ein Scharfschützengewehr. Das lobe ich mir doch. Na, noch mehr Russen? Mir ist auch Deutsche, ist mir eigentlich egal, auf was ich hier schieße. Aha, sowas habe ich natürlich im Notizbuch. Ah gut, vielleicht habe ich es irgendwo aufgesammelt. Okay, diese Brücke. Wie mache ich die andere Seite jetzt startklar? Ah, die Schnauze. Aua. Trifft er mich? Was ist denn das für einer? Irgendwie muss ich da raufkommen. Hier ist bestimmt auch kein Schatz mehr für mich, oder? Oh, Leute. Oh, da wird es mir ganz anders, wenn ich da runter gucke. Wie kriege ich die andere Brücke runter? Oh! Hahaha, sehr gut. Ja, habe ich gut gemacht. Komm her, du Sau. Ist dein Ellenbogen und du fällst tot um. So muss das. Oh nee, ich behalte mal das Scharfschützengewehr. Ich glaube, hier ist das ganz super. Hier ist das ganz subi. So. Wie funktioniert nicht? Ist da kein Strom drauf oder was? Da ist kein Strom drauf, ernsthaft. Ja, kann ich... Achso, ich brauche Benzin, nehme ich mal an. Wo gibt's hier Benzin, Freunde? Vielleicht hier drüben? Oh oh. Oh oh. Ich glaube nicht, dass mir das gefällt. Dass hier einfach mal so das Teil aufgeht, Leute. Nein! Och nö. Och Leute, das ist jetzt Mist. Ich wollte noch gar nicht weitergehen. Ich wollte noch den Schatz holen. Ach komm, dann pfeift drauf. Wenn ich jetzt nicht mehr zurückkomme, dann fände ich das extrem blöd, aber es lässt sich wohl nicht ändern. Nee, komm, die kannst du behalten. Oh. Wart. Stirb. Manchmal sterben sie sofort und manchmal brauchen sie ewig, ne? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. So. Au. Ihr Drecksäcke, ihr Blöden. Ich würde gerne noch ein bisschen leben, danke. Wäre sehr zuvorkommend, wenn ihr mal aufhören würdet, die ganze Zeit auf mich zu ballern im Dauerfeuer. So, einmal sterben. Oh, oh, der lebt noch. Danke. Du bist so blöd. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Du Schweinesau. Oh Gott, wie viel denn noch? War's das? Ja, das war's. Leute! Ich beende den Part. Ich würde mich sehr freuen auf euer Feedback. Gebt mir eine Bewertung auf das Video. Schreibt mir vielleicht noch was Nettes. Was haltet ihr von diesem Ding einfach, dass ich hier mal so eine coole Achterbahnfahrt erlebe? Ich finde das geil. Mir hat es richtig Spaß gemacht.
Naja, ich hoffe, euch macht es auch so viel Spaß, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Deadfall Adventures.